Und dann ist der Frank an der Reihe, würde ich sagen. Ja, wunderbar. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Docker dir ein. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja schon recht viele Vorträge zum Thema Docker gemacht. Und wir machen heute mal was Neues, weil es gibt auch in der Docker-Welt etwas Neues. Und zwar bei Docker Desktop hat sich Folgendes getan. Wie ihr möglicherweise mitbekommen habt, hat Microsoft auf der Build-Konferenz WSL 2 vorgestellt. WSL 2 heißt Windows Subsystem für Linux und das gibt es unter Windows 10. Und das Coole bei der Sache ist, ihr könnt da auch Docker mit Docker Desktop als oder ihr könnt das als Backend für Docker Desktop nutzen. Das heißt, die Beschränkungen, die wir bisher hatten, dass wir, wenn wir mit Docker Desktop arbeiten wollten, dass wir dann ein System brauchen, auf dem auch Hyper-V läuft. Ne? Also entweder halt eine entsprechende virtuelle Maschine in der Azure Cloud oder halt einen entsprechenden lokalen PC, unter anderem halt auch mit der entsprechenden Windows 10 Lizenz, sprich O oder Enterprise, fällt weg. Das heißt also, ihr könnt mit dem Windows Subsystem für Linux, könnt ihr halt auch Docker auf einem Windows 10 PC ohne Hyper-V betreiben. Wie das geht, zeige ich euch in diesem Vortrag. So, dann gucke ich mal, dass wir hier die Folien mal weitergeschaltet kriegen. Was wunderbar funktioniert. Das macht der Wahl nicht für dich. Das macht derweil nicht für mich, muss ich selber machen. Also, wie gesagt, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Frank Geißler. Ich bin der Geschäftsführer der GDS Business Intelligence GmbH und beschäftige mich mit vielen Themen rund um die Microsoft Data Plattform. Hab letztes Jahr unter anderem dieses Buch geschrieben mit dem netten Herrn mit dem Minecraft-Hintergrund. Und genau. Und der wird uns ja auch als Host so ein bisschen durch die Session leiten. Also, was haben wir uns vorgenommen? Das Erste, was ich mal sagen will, ist, was ist überhaupt das Windows Subsystem für Linux? Ich möchte euch dann eine Installationsdemo geben. Da haben wir dann sicherlich während der Demo auch ein bisschen Zeit zum Quatschen, Ben, weil das an der einen oder anderen Stelle einen Moment dauert. Dann werde ich nochmal ganz kurz für alle die nicht wissen, was Docker ist, einen ganz kurzen Überblick geben. Und wir werden uns dann nochmal ein Beispiel angucken, wo wir halt hoffentlich innerhalb des Windows Subsystems für Linux einen Docker-Container halt hochfahren lassen. Gut, also. Was ist WSL 2? Also WSL 2 ist ein Windows-Subsystem für Linux. Das heißt, ihr könnt im Prinzip auf eurem Windows-PC, also auf eurem Windows 10 PC, ein Linux ausführen lassen. Und es ist auch so, dass ihr dort verschiedene, also das ist ein echtes in Windows integriertes Linux-Kernel. Und ihr könnt auf diesem Windows-Subsystem für Linux verschiedene Distributionen ausführen lassen, zum Beispiel Debian, zum Beispiel Ubuntu. Wie das genau geht oder wie man sich das auswählt, können wir gleich mal anschauen. Und was ich gerade schon gesagt habe, das läuft auch auf einem Windows 10 Home. Die einzige Information, die jetzt dummerweise nicht auf der Folie draufsteht, fällt mir gerade auf, ist, ihr braucht die neue Version von Windows 10, sprich die Version 2004. Gut, und damit das hier nicht zu langweilig wird, gucken wir uns gleich mal an, wie man das Ganze installiert. Ich habe mir dazu mal eine virtuelle Maschine gebastelt. Da müssen wir mal gerade gucken, welche, nämlich hier Docker 2. Die ziehe ich jetzt mal hier rein. Ihr seht, das ist im Prinzip eine komplette neue Maschine. Das heißt also, ich habe die hier gerade neu installiert. Ja, so im Netzwerk gucken können und so weiter. So, was muss ich tun, um das Windows-Subsystem für Linux zu installieren? Also, das allererste, was ich machen muss, ich hole mir hier mal eine PowerShell, weil wir ja sowieso immer ganz gerne mit PowerShell unterwegs sind. Ja, wobei. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich hole mir natürlich eine administrative PowerShell, ne, weil wir wollen ja ein bisschen was ändern an dem Rechner. So, das ist besser. Das Erste, was ich mal erstmal überprüfen muss, ist, was ist denn hier? Frank, Ja? ich unterbreche dich nur ungern. Erste Ja. Frage kommt schon rein. Läuft das auch Ja, auf genau. Windows-Server? Nee, auf Windows Server, also es ist so, dass der Windows Server ja nochmal eine eigene Anbindung für Docker-Container. Also da gibt es ja die Windows Container Services. Also ich weiß nicht, ob es das Windows-Subsystem für Linux auf dem Windows-Server gibt, aber auf einem Windows-Server würde ich es ohnehin anders machen. Da würde ich das halt über die Ja, Container-Service. gibt es, sagte Dirk Gibt. gerade. Gott, Okay, Dirk alles hat klar. deine Hat Frage man beantwortet. gerade beim Doc Microsoft gefunden. Also ja, geht. Aber. Ich nutze mal gerade die Zeit, um hier den Font so ein bisschen größer zu machen, dann können auch alle das sehen. So, also, das Erste, was ich mal gucken muss, ist, habe ich denn überhaupt die richtige Windows-Version? Und was man da wunderbar machen kann, wisst ihr vielleicht alle, ist, ich kann hier einfach mal WinWare eingeben. Dann kriege ich halt diesen Bildschirm und wir sehen hier,
erstaunlicherweise ist die richtige Windows-Version 2004. Das heißt, also damit können wir im Prinzip dann direkt halt starten. So, jetzt ist es so, das nächste, was wir halt brauchen, wir müssen uns erstmal halt angucken, welche Features wir benötigen. Und zwar, ich hole mir mal die Windows Optional Features. Noffe, der listet mir die jetzt gleich auf. Ja, das sind im Prinzip alle Features, die ich halt auf meinem Windows jetzt noch zusätzlich installieren kann. Und was wir halt brauchen. Also früher war das so, früher brauchtet ihr auf jeden Fall die Microsoft Hyper-V Services, ja, weil es war ja so, dass halt der Docker, also im Prinzip, dass die Container auf einer virtuellen Linux-Maschine liefen, die halt im Hintergrund war. Die brauchen wir an dieser Stelle nicht. Ich werde die auch explizit nicht installieren. Was wir aber brauchen, ist, wir brauchen auf der einen Seite den, also einmal das Subsystem für Linux, das Windows-Subsystem für Linux. Und was wir auch auf der anderen Seite brauchen, ist, wir brauchen die Virtual Machine Plattform, die nicht mit Hyper-V zu verwechseln ist. Gut, findet man hier irgendwo drin, ist auch egal. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar, ich habe mir hier natürlich mal die entsprechenden Befehle vorbereitet, die das installieren. Auch hier mache ich alles wieder mit PowerShell. Das heißt also, ich installiere mir hier einerseits die Virtual Machine Plattform, wird einmal installiert. Und das nächste, was ich mir installiere, das nächste, was ich mir installiere, ist, ich will den Computer jetzt noch nicht neu starten, weil wir noch ein paar andere Sachen installieren wollen. Das nächste, was ich mir installiere, ist, ich installiere mir halt das Windows-Subsystem für Linux. Und wenn ich hier die richtigen Tasten treffe, dann macht er das auch. Ne? Und ich meine, was man hier sehen kann, ist, was halt immer ganz schick ist, dass man halt auch natürlich unter Windows 10 PowerShell sehr gut nutzen kann, um solche Sachen zu automatisieren. Eine andere schöne Sache, ich wollte mir noch ein bisschen Software installieren. Eine andere schöne Sache, die ich mache, ist, ich installiere mir zunächst einmal Chocolaté. Wer das nicht kennt, das ist ein Package Manager für Windows, mit dem man halt schön Software installieren kann. Und was ich mir auch nochmal installieren werde, ist das Management Studio, dass ich halt gleich darauf zugreifen kann auf meinen Docker SQL Server. Jetzt müssen wir gerade gucken, wo hier die Maus gelandet ist. Und auch da ist es so, das kann ich halt wunderschön einfach über Chocolaté installieren. Das heißt also, ihr könnt euch, wenn ihr euch so eine Maschine bauen wollt, könnt ihr euch ein Skript erstellen. Ich meine, ich kann euch auch gerne meins geben. Müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie zur Verfügung stellen, was euch im Prinzip die komplette Umgebung so aufbaut, wie ihr die benötigt. Was wir jetzt machen müssen, ist, wir haben jetzt im Prinzip das Subsystem für das Linux-Subsystem für Windows installiert. Ich werde gleich einmal den Rechner durchstarten. Und was wir dann machen müssen, ist, dann müssen wir als nächstes ein Linux installieren. Und das kriegt ihr aus dem Microsoft Store. Ja? Ich meine, allein das ist schon wieder relativ bizarr, wenn man sich das mal überlegt. Ich bekomme inzwischen aus dem Microsoft Store ein Linux. Dazu kann ich hier oben mal auf Search klicken und ich würde jetzt mal ein Ubuntu installieren. Ja? Ihr seht, der findet da halt schon welche. Und das machen wir gleich, wenn wir einmal durchgebootet haben. Dann installiere ich mir hier dieses Ubuntu 2000. Obwohl, das kann ich installieren, kann ich es eigentlich jetzt schon, weil wir es noch nicht, danach müssen wir es noch einmal starten lassen und konfigurieren. Das heißt, ich kann hier auch schon mal auf Get klicken. Jetzt muss ich mich hier natürlich anmelden, so wie man das halt kennt. Und klicke hier mal, gebe hier mal mein, das ist falsch. Ihr könnt übrigens genauso gut, also zum Beispiel Debian oder so gibt es auch. Ich nehme aber jetzt an der Stelle einfach mal ein Ubuntu. So, was? Ach komm, hier, next, ja, mach mal. Dann fliegt gleich sowieso raus, die Maschine, wenn wir fertig sind. So, jetzt lädt er das runter und dadurch, dass wir hier in der Cloud unterwegs sind, müsste das halt auch relativ schnell passieren. I own this app, so. Jetzt zieht sich das jetzt halt runter und installiert das halt. Und ihr seht, das geht halt relativ zügig. Am Anfang hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt startet er. Was auch gut ist, hier für Ubuntu gibt es keine Altersfreigabe. Kann man gerade sehen an der Stelle. So. Also. Er lädt noch runter. Gibt es Fragen im Chat, Ben?
Ja, nämlich eine Anmerkung: In unserer Umgebung ist der Shop gesperrt. Und es gilt aber im Prinzip auch über den Download, dass man die Exe runterlädt und dann entpackt. Ja, genau, das geht auch. Gut, so habe ich durch die Exe konfiguriert. Jetzt installiert, jetzt würde ich an der Stelle einmal... Achso, der ist... So, Frank, Moment. Ja, jetzt mal einen Gang zurück, bitte. Ja. Du hast jetzt unter Windows ein Linux installiert. Genau, das müssen wir gleich noch konfigurieren. Das habe ich jetzt erstmal runtergeladen und installiert. Also ich habe das Windows-Subsystem für Linux installiert, das brauchst du. Ich habe diese Virtual Machine Plattform installiert, die brauchst du auch. Und dann habe ich mir halt ein Linux meiner Wahl, in dem Fall Ubuntu, runtergeladen. Und wie ist die Frage? Das war bloß das nochmal zu betonen. Ah, das ist nochmal zu betonen. Ich finde das durchaus bemerkenswert, dass du jetzt gerade in 10 Minuten in deiner Session unter Windows ein Linux am Laufen hast, ohne Hyper-V, ohne alles. Genau. So, das nächste, weil da ist ja Krempel im Hintergrund installiert worden. Was wir machen müssen, ist, wir müssen einmal den Rechner neu starten. Das mache ich hier gerade. So, da seht ihr auch meinen Desktop-Hintergrund. Genau, ich gucke mal gerade in die, auf meine, wo ist es? Da. So, das ist meine virtuelle Maschine. Die startet jetzt gerade neu. Und ich werde da jetzt mal gucken. Vielleicht ist er schon wieder da. Wer weiß das schon? Ja? So, verbinden. Sieht an der Stelle noch nicht so gut aus, aber obwohl, da kommt was. Ah, guck mal hier. So, ne, Benutzername Dockerfred. Dann geben wir mal eben das geheime Kennwort ein. Ich gehe mal auf Yes. Und jetzt sollten wir im Prinzip in einer durchgebooteten Maschine sein. Ja, komm. Ja, das ist halt jetzt an der Stelle ein großer Vorteil, dass der komplette Overhead, den du normalerweise hast über diese virtuelle Maschine, dass der halt komplett wegfällt. Gut, so. Wir sind wieder soweit am Start. Was ich jetzt mal machen werde, ist, ich werde jetzt hingehen und werde mir einmal nochmal wieder eine PowerShell holen. Genau, dann können wir gerade da weitermachen, wo wir gerade waren. PowerShell. Lass die nochmal als Admin laufen. So, die nächste Sache, die wir machen müssen, ist, also wir gucken uns erstmal an, welche WSL-Version läuft. Da kann ich den Befehl. Na komm, nochmal eben mal machen. WSL-L-V anzeigen lassen. Und jetzt ist es so, das ist auch irre, ich kann unter dem Windows-Subsystem für Linux, und jetzt halte ich fest, Ben, kann ich mehrere Distributionen installieren. Das heißt, also ich kann hingehen und kann sagen, ich möchte gerne ein Debian haben und ich möchte ein Ubuntu haben. Oder ich möchte gerne ein Ubuntu 18.04 haben und ich möchte gerne ein Ubuntu, ich glaube 2004 haben wir jetzt, glaube ich, irgendwie installiert oder so haben. Gut, jetzt sind hier noch keine Distributionen am Start. Das liegt einfach daran, weil ich das noch nicht gestartet habe. Das heißt also, ich klicke hier mal drauf. Und jetzt installiert sich sozusagen innerhalb meines Windows-Subsystems für Linux, installiert sich jetzt ein Ubuntu. So, auch da ist es so, das dauert halt wieder einen kleinen Moment. Was ich euch... Mal eine Frage, Frank. Ja, ja. Wenn ich jetzt einfach aus dem Store das Ubuntu geklickt hätte, hätte der dann im Hintergrund das WSL einfach mit installiert? Oder was wäre dann passiert? Da bin ich mir nicht sicher. Habe ich noch nie gemacht. Weiß ich nicht. Müssen wir mal ausprobieren. Gut. Aber was ich euch zeigen will eigentlich in dieser Demo, ist, dass das relativ einfach alles und relativ straightforward Prozesse sind. Das dauert jetzt hier einen Moment. Was wir aber mal machen können, ist, das kann ich euch auch nochmal zeigen, weil das auch eigentlich ziemlich irre ist. Ich lasse hier nochmal mein Admin-Dingens laufen. Und jetzt machen wir nochmal das. Ich muss mal gucken, hat der den noch in der... Ja, dann nicht mehr in der... Hier? Doch. Also, so. Wir sehen, aha,
die Linux-Distribution, die wir haben, ist ein Ubuntu 20.04 und der State ist auf Installing, weil das ist ja das, was genau in diesem anderen Fenster da gerade passiert. Und eine wichtige Information an der Stelle, das ist jetzt im Prinzip von dieser Distribution, läuft das noch in dem Windows-Subsystem für Linux in der Version 1. Die müssen wir gleich einmal umschalten, sobald er hier soweit durch ist. Ich gucke mal gerade. Oh, er ist running, das ist schon mal cool. Und hier sehen wir, das ist jetzt mein Linux, der ist jetzt neu durchgestartet. Das heißt also, ich muss hier jetzt erstmal einen neuen Username angeben, zum Beispiel Dockerfred. Und ein Passwort werde ich jetzt aufgefordert. Und nochmal. Und mit ein bisschen Glück habe ich es gleich eingegeben. Und schwuppdiwupp, da haben wir einen Linux unter Windows laufen, ein Ubuntu. Und ich kann jetzt so Sachen machen. Also ich kenne ja eigentlich nur einen Befehl, der heißt ls, der hat jetzt nicht viel gemacht. Na, dann probieren wir mal meinen zweiten Befehl aus. Und ihr seht, da sind wir jetzt im Prinzip auf unserem Linux drauf. So, jetzt ist es so, die nächste Sache, die wir machen müssen. Vielleicht an der Stelle, Frank, noch eine Anmerkung von mir. Ja. Was gerne. Natürlich relativ elegant ist, ist, dass die ganzen Windows-Drives auch entsprechend gemountet sind, sodass man auch ja, an die ja. Dateien drankommt, die man zum Beispiel in seinem Home-Verzeichnis oder auf seinem Desktop liegen hat. Exakt. Also das ist auch eine coole Sache. Das heißt also, ihr könnt im Prinzip mit eurem Linux, könnt ihr dann halt auf die Sachen zugreifen, die halt bei euch lokal liegen. Und eine andere Sache, das habe ich allerdings tatsächlich persönlich noch nicht ausprobiert, es ist wohl jetzt auch so, dass in dem Windows-Subsystem für Linux auch X-Window-Sachen unterstützt werden. Das heißt also, wenn du ganz dringend zum Beispiel deinen Linux-Taschenrechner benutzen möchtest, Ben, dann geht das auch. Endlich, darauf warte ich seit 10 Jahren. Wunderbar. So, das Nächste, was wir jetzt machen müssen, ist, damit das mit Docker funktioniert, ist, wir müssen die Version hochsetzen auf die Version 2. Das machen wir einfach mit dem Befehl wsl --setversion, dann halt den Namen der Distribution, die wir halt hochsetzen wollen. Das ist jetzt in unserem Fall das Ubuntu 20.04. Und das wollen wir auf die Version 2 setzen. Da ist es so, das dauert ein paar Minuten. Das heißt also auch hier wieder, wenn ich mir mit wsl das angucke, dann müsste der eigentlich auf... Ach so, genau. Was wir noch machen müssen, steht da ja auch. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Wir müssen uns im Prinzip noch dieses Update fürs Kernel-Modul runterladen. Das ist aber auch relativ einfach. Das heißt also, wir gehen einfach hier auf die Webseite drauf, klicken hier einmal auf Latest WSL 2 Linux Kernel. Ich lade mir das mal runter. Frank. Installiere das, ja. Dann, weil im Chat keine kritischen Fragen kommen, mache ich einfach den bösen Menschen, der dir die ganzen gemeinen Fragen stellt. Ja, ich kann dich auf Mute setzen, wenn es zu doof wird. Ja, mach mal. Nee, kannst du nicht. Ich kann mich wieder anmuten. So, und ich stelle mir jetzt vor, es gibt eine gewisse Verwirrung, weil du vorher sagtest, ich kann mir das Linux-System und damit ja auch den Kernel, den ich installiere, auswählen, zum Beispiel in Debian oder in Ubuntu oder sonst irgendwas. Ja, genau. Was ist denn das jetzt für ein Kernel? Das ist PowerShell. Oder was meinst du? Nein, der Kernel, den du jetzt gerade installierst. Das ist ja nicht der Ubuntu-Kernel. Das ist ja nicht der Linux-Ubuntu-Kernel. Nee, ach so. Das ist im Prinzip für das, also es ist ja so, dass mit Windows ein Linux ausgeliefert wird. Ja, auch das. Da hatte ich auf den Folien, die ihr natürlich auch noch bekommen werdet, hatte ich da auch noch einen Link zu drauf. Es ist tatsächlich so, auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, mit einer Windows-Version wird im Hintergrund eine Linux-Distribution von Microsoft ausgeliefert. Das ist halt im Prinzip das, wo halt der ganze Krempel drauf läuft. Genau, was wir hier jetzt gerade machen, ist, er holt sich jetzt im Prinzip sozusagen, oder er konvertiert jetzt sozusagen unsere Linux-Distribution in dieses WSL 2. Und was ich hier mal machen kann, ist, ich kann nochmal -l -v eingeben und ihr seht, da ist er jetzt gerade bei Converting. So, wo wir jetzt schon eine PowerShell aufhaben, können wir auch gleich was Sinnvolles damit tun. Und zwar das Nächste, was wir machen müssen, ist, wir müssen uns jetzt mal einen Docker holen. Auch das kann ich wunderbar über Chocolatier machen, indem ich einfach mal Schoko install. Was ich jetzt machen will, ist, ich will Docker Desktop halt nutzen und gebe auch nochmal -j ein, damit er mich hier nicht so komische Fragen fragt, wie ob ich das installieren will. Und bei den neuen Docker Desktop Versionen ist es so, dass der kann erkennen, dass das WSL 2 Subsystem für Linux installiert ist und das wird er dann gleich auch sagen und wird dann halt auch vorschlagen, dass halt auf diesem Windows Subsystem für Linux, dass da halt der entsprechende oder das Docker darauf läuft und dass die Container auch darauf laufen. Und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr
auch, kann ich gleich auch nochmal zeigen, sobald die, Docker Desktop installiert ist. Ihr habt auch die Möglichkeit, dass ihr in Docker Desktop umschalten könnt, wenn ihr jetzt sagen wir, zum Beispiel einen PC habt, der also ein Windows 10 Professional als Beispiel, was auch Hyper-V unterstützt und wo die Hyper-V-Rolle auch installiert ist, dann habt ihr die Möglichkeit umzuschalten, ob entweder die Docker-Container auf dem Windows-Subsystem für Linux laufen sollen oder ob die auf Hyper-V laufen sollen. Ja? Weil, was ja ganz klar ist, denke ich mal, kann sich auch jeder denken, dass natürlich das Windows-Subsystem für Linux unterstützt natürlich keine Windows-Container. Unterstützt halt Linux-Container. So, aus welchen Gründen auch immer Skype jetzt enabled ist, ich weiß es nicht. Kriegen wir mal weg hier an der Stelle. So, jetzt installiert er hier Docker Desktop und hier ist er immer noch am Konvertieren. Das heißt also, wir sind hier jetzt eigentlich auf einem ganz guten Weg, um halt gleich Docker-Container laufen zu lassen. Ich kann ja schon mal Folgendes, obwohl, nee, ich muss mich eh abmelden, gleich noch einmal kurz, dann macht es keinen Sinn, das Management-Studio zu starten. Der Uwe hätte gerne von dir ein Installationsskript, dass das alles für dich, dass das alles automatisch macht. Uwe, ich meine eine Frage. Das hier? Ja. Ja, also aber so, dass man es nur noch anklicken muss, bitte. Ja, kann man sicherlich machen. Also, genau. Und der Ben hilft. Nee, aber natürlich. Das Skript kann ich euch gerne zur Verfügung stellen. Da muss ich mal gucken, wobei ich. Vielleicht schreibe ich auch noch irgendwie einen Blogartikel dazu oder so, muss ich mal sehen. Habe ich mich jetzt noch nicht entschieden. Während wir hier auf diesen Installationsprozess warten, das ist ja jetzt nicht so richtig spannend, können wir nochmal ganz kurz durchgehen und so ein bisschen halt. Sage ich mal, nochmal so ein bisschen Wissen auffrischen, was Docker denn überhaupt ist. Und ich hoffe mal, dass der jetzt hier, natürlich geht er immer auf den falschen Monitor, ist ja klar, ne? So, also, Installationsdemo, da sind wir jetzt fast durch. So, die andere Frage, die man sich halt immer mal so ein bisschen stellt, ist, warum brauchen wir eigentlich Container? Was soll denn das Ganze? Naja, also bei Containern ist es halt so, das Container-Konzept kommt auch so ein bisschen aus der Linux-Welt und es ist halt so, dass wenn ich ein moderneres System habe oder zum Beispiel eine moderne Website oder irgendwie sowas, dann ist es so, dass es halt auf dem Rechner unglaublich viele Abhängigkeiten gibt. Das heißt also, es gibt halt Abhängigkeiten zu bestimmten Bibliotheken, es gibt Abhängigkeiten zu anderen Programmen, es gibt Abhängigkeiten zu vielleicht bestimmten Frameworks und teilweise ist es halt so, dass diese Frameworks auch nicht parallel nebeneinander installiert werden können. Das heißt also, im Endeffekt eine moderne Anwendung zur Verfügung zu stellen, ist halt relativ kompliziert, weil es recht viele Abhängigkeiten gibt und wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Anwendung schreibe und ich würde die dem Uwe oder dem Ben geben, dann müsste ich ein riesiges Installationsskript schreiben, wo ich halt sage, okay, erstmal musst du das installieren, dann musst du das installieren, achte aber bitte darauf, dass das Framework in der Version ist und in der Version, bla 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 und so weiter. Und das Ganze ist auch so ein bisschen bekannt unter dem Begriff Matrix aus der Hölle. Ne? Das heißt also, es gibt unglaublich viele Abhängigkeiten. Wir müssen sehr komplexe, komplizierte Installationsskripte schreiben. Alles so ein bisschen schwierig. Und wie kann man sowas lösen? Naja, das kann man im Prinzip dadurch lösen, dass ich halt hingehe und alles, was eine Applikation benötigt, um zu laufen, könnte ich ja zum Beispiel auch in einen Container packen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie halt zum Beispiel Spiele für eine Spielekonsole, also für Xbox oder so. Na, da ist es halt so, dass alles, was dieses Spiel braucht, ist im Prinzip da. In dem Fall ist es halt relativ einfach, weil die Hardware, die ihr da stehen habt, ist ungefähr genau die gleiche Hardware, die die Entwickler haben. Das heißt also, da gibt es halt keine großen Unterschiede. Jetzt in unserem Fall mit den Containern ist es so, ich kann halt die Abhängigkeiten, die Bibliotheken, die Frameworks, alles, was meine Anwendung braucht, in einen Container packen und diese Container sind komplett unabhängig und komplett isoliert von allen anderen Containern. Das heißt also, in dem einen Container auf dem gleichen Container-Host kann halt beispielsweise ein PHP-Framework in einer bestimmten Version laufen und in einem anderen Container kann halt auch ein PHP-Framework laufen in einer anderen Version und das Ganze kann ich halt auf einem Host laufen lassen. Auf der anderen Seite ist es so, im Gegensatz zu virtuellen Maschinen, da habe ich gleich auch noch eine Folie zu, ist es so, dass Container Prozesse sind. Das heißt also, im Endeffekt, was so ein Container oder beziehungsweise ein Image, aus dem dann halt ein Container erzeugt wird, aufzeichnet, sind die Änderungen am Dateisystem. Das heißt also, im Endeffekt, der Container liegt über das Dateisystem des Container-Hosts wie so eine Schicht drüber und in dieser Schicht, die oben drüber liegt,
werden bestimmte Dateien ausgetauscht. Das heißt also, wenn ihr beispielsweise, ganz, ganz doofes Beispiel, um es einfach zu halten, ihr habt eine DLL als Beispiel, ja, und die liegt an einem bestimmten Ort in eurem normalen Dateisystem. Und ihr wollt halt im Endeffekt in dem Container eine DLL einer anderen Version nutzen, dann habt ihr die Möglichkeit, dass ihr die in dem Container installieren könnt. Auf dem Container-Host wird diese nicht installiert. Wenn ihr auf dem Container-Host guckt, ist an der richtigen Stelle halt die DLL in der Version 1. Wenn ihr in den Container reinguckt, ist die an dieser Stelle die gleiche DLL, aber in der Version 2. Das heißt auch, wenn ich zum Beispiel einen SQL-Server in einem Container installiere und den halt zum Beispiel auf meinem Demo-Notebook nutze, dann ist dieser SQL-Server nur in dem Moment da, in dem der Container läuft. Das heißt also, der, ich sag mal in Anführungszeichen, müllt mir nicht mein Dateisystem zu, weil normalerweise nutze ich ja mein Notebook nur, um solche Sachen zu machen, wie zum Beispiel Word-Texte zu schreiben oder Doom zu spielen oder so. Ja? Und da ist es halt in dem Fall so, dass wenn ich diese Tätigkeiten mache, gibt es keinen SQL-Server. Den gibt es nur, wenn der Container läuft. Und dadurch, dass halt Containerprozesse sind, sind die auch unglaublich schnell da. Mich hat damals die ganze Containertechnologie und Docker fasziniert, als ich mich das erste Mal damit auseinandergesetzt habe. Und zwar, was ich da gemacht habe, ist, ich habe einen SQL-Server in einem Container, das ist jetzt auch schon wieder, sagen wir mal, 4-5 Jahre her, habe ich einen SQL-Server in einem Container auf meinem Mac zum Laufen gebracht, und zwar innerhalb von ungefähr, sagen wir mal, 3 Sekunden. Ja? Und auch ohne, dass ich irgendwas installieren musste. Ich musste halt nur diesen Container starten und schwuppdiwupp war der SQL-Server da. So, Frank, schwuppdiwupp ist ein gutes Schlüsselwort. Ja, du hast nämlich noch 3 Minuten. 3 Minuten? Dann gucken wir nochmal eben schnell. Also schwuppdiwupp. Dann machen wir mal eben schnell schwuppdiwupp und gucken uns mal unsere virtuelle Maschine an und gucken, was da läuft. Der ist hier soweit durch, das ist schön. Christian wüsste gerne, welche Authentifizierungsmöglichkeiten, Methoden mit SQL Server und Docker möglich sind. Ja, so wie mit einem normalen SQL Server. Das heißt also SQL Server Authentifizierung, und was man natürlich auch machen kann, ist, man kann den auch in eine Domäne einbinden. Genau. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir müssen, bevor wir Docker Desktop starten können, müssen wir einmal uns schnell abmelden. Das geht aber schwuppdiwupp, ne? Müssen wir ja. Alles schwuppdiwupp, komm. Weil die Sache an der Stelle ist halt, wir müssen uns einmal von dem Rechner abmelden, weil der Docker-Installationsprozess packt uns, ich will mich nicht von meinem richtigen Rechner abmelden, ich will mich nur von meinem virtuellen Rechner abmelden. Na komm. Was hängt denn hier jetzt? Ich kann das hier gerade nicht mehr bedienen. Das Fenster ist abgestürzt, das ist nicht so gut. So. Ihr seht mich hoffentlich noch, ne? Ja. Wunderbar. Sehen so, ungefähr. Hervorragend. Dann, nee, das ist der falsche Rechner. Dann gucken wir mal. Den hat er. Der hat sich dann doch da abgemeldet. Das ist gut. Weil, was wir jetzt mal machen, ist, wir gehen hier wieder rein, holen uns nochmal die RDP-Datei, melden uns da an. Und genau, ich klicke auf Verbinden. So, zack, melde ich mich da an. Und im Prinzip haben wir jetzt alles durchgeführt, was man machen muss, um halt Docker unter WSL 2 laufen zu lassen. Das heißt, der hat sich nicht richtig abgemeldet, offenbar. Egal, ich habe ja auch nochmal was anderes vorbereitet. Ich habe eine zweite virtuelle Maschine, nämlich diese hier. Da habe ich das alles schon mal gemacht. Also im Endeffekt genau das, was ihr gerade gesehen habt. Und was wir hier haben, ist, wir haben hier, wo ist denn hier der Docker? Hier. Wir haben halt hier Docker Desktop auch drauf laufen, und das hier unten ist nicht das ist nicht die Taskbar von meiner virtuellen Maschine aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn wir hier in die Settings mal reingucken, dann sehen wir, sobald diese auf sind, sehen wir dann halt gleich, dass dass halt Docker unter WSL 2 läuft. Also, was könnt ihr aus diesem Use the WSL 2 Based Engine. Und dann kann ich halt Docker-Images auf Basis von WSL 2 laufen. Was soll uns der ganze Vortrag sagen? Also der Vortrag soll uns sagen, inzwischen gibt es halt die Möglichkeit, dass wir ein Windows-Subsystem für Linux laufen lassen können, auf dem wir eine mehr oder weniger beliebige Linux-Distribution installieren können. Wir haben die Möglichkeit, dass wir das nutzen können, um als Backend für Docker, also dass das Ganze als Backend für Docker dient,
Und dass wir das, dass wir dann halt im Prinzip nicht mehr eine virtuelle Maschine im Hintergrund brauchen. Wir brauchen nicht mehr ein Hyper-V installiert haben. Das heißt also, das macht die ganze Geschichte an der Stelle nochmal eine ganze Ecke schlanker als bisher. Gut. Okay. Ja, gibt es weitere Fragen? Im Chat haben wir alle so on the fly mit abgehandelt. Okay. Insofern sehe ich da nichts. Wenn noch jemand eine Frage hat, dann immer gerne her damit. Ja. Ansonsten, wir sind auch nicht so schwer im Internet zu finden. Einfach, wenn ihr eine Frage habt, auch gerne irgendwie per Twitter oder per E-Mail oder wie auch immer. Ne? Okay. Jo. Wunderbar. Wenn weiter keine Fragen sind, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und wünsche euch allen noch eine wunderschöne weitere DBCC-Konferenz. Und Uwe, du kommst zum Currywurst essen, ne? Danke dir, Frank. Ja, sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Danke, danke.